Einen wunderschönen guten Tag. Auch heute haben wir wieder ein Musik macht Mut Gespräch und eine Premiere dieses Mal ist, dass wir dieses Mal ein Duo zu Gast haben, nämlich die Leonie und die Clara von dem Duo Umme Block. Umme Block Servus. aus München. Hallo ihr zwei. Hallo Tim. Hi, wir freuen uns. Wir haben uns ja schon so ein bisschen im Vorfeld über euren Sound unterhalten und wir sehen jetzt ja auch euch hier im Proberaum mit einer ganzen Menge Equipment. Was auffällig ist an eurem Sound, das ist alles recht episch und recht weit angelegt, erinnert teilweise an Trip-Hop, Elektropop, Indie-Pop, Indie-Rock. Hat aber trotzdem auch so ein paar alte Einflüsse wie Pink Floyd und so. Und das alles vereint ja eigentlich so als Duo, was natürlich schon auch eine Leistung ist und auch erstmal bewerkstelligt werden muss. Wir sehen jetzt eine ganze Menge Zeug von euch hier auch schon rumstehen. Wie ist denn euer Equipment so aufgebaut und wie kommt ihr dazu, als Duo so einen Sound zu kreieren? Also das Equipment hat sich eigentlich erst so im Laufe der Zeit ergeben. Also der Plan war, wir wollten eigentlich mit der U-Bahn fahren können. Also Zu zweit mit der U-Bahn. so eine ganz mobile Kapelle. Jeder hat ein, zwei Sachen unterm Arm. Und dann kam der Roland, also dieser wunderschöne Synthesizer, Genau, der hier. kam dann dazu. Eine Gabe von Leonies Vater. Sozusagen ein Erbstück, ein Genau. vorzeitiges. Und dann haben wir gesagt, ach komm, den nehmen wir jetzt mal zum Komponieren. Dann suchen wir uns irgendeinen geilen virtuellen kleinen Synthesizer, der alles kann. Und dann sind wir relativ schnell drauf gekommen, dass nichts so klingt wie dieser Roland. Und damit war die U-Bahn-Fahrt erledigt, um es kurz zu sagen. Und des Weiteren ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass heute für uns eine Premiere ist, und zwar, dass wir einen Laptop mit dir drauf im Bandraum zu Gast haben, weil normalerweise machen wir alles weitestgehend live, weitestgehend bedeutet, dass wir vorgefertigte Loops benutzen, aber kein Laptop, an dem praktisch alles zusammenläuft oder irgendwelche Backing-Tracks ablaufen. Genau, also es ist also die Instrumente sind nicht miteinander synchronisiert, was manchmal vielleicht ganz hilfreich wäre, aber was bei uns nicht der Fall ist, was aber auch eine schöne Chance ist. Ja, ich habe gerade noch überlegt, weil du gefragt hast, wie wir dazu kommen, so einen Sound zu machen. Eigentlich machen wir schon super lang zusammen Musik, also wirklich seit wir Teenies sind und haben unterschiedlichste Variationen gehabt, also von Schulband über eben auch ganz klassisches Akustikduo. Und das haben wir länger gemacht und irgendwann war es so, ja, jetzt wollen wir mal was anderes probieren. Und wir fanden schon, ich glaube, diese Art von Musik, wir wussten nicht am Anfang, dass das dann bei rauskommt. Und das ist einfach so ein bisschen die Summe aller unserer Hörgewohnheiten und natürlich aller Musik, die uns im Laufe unseres Lebens so beeinflusst hat. Und das ist ja wirklich komplett querbeet von Klassik bis Jazz bis total der Pop, aber auch Soul, das ist irgendwie alles Mögliche dabei, natürlich auch Rock. Und so die psychedelischen Momente der Musikgeschichte spielen halt auch viel mit rein. Und das ist dann so entstanden. Und wie Clara schon gesagt hat, so wie dieses Equipment also zu uns gefunden hat, würde ich fast sagen, ist gar nicht so gewesen, dass wir aktiv gesagt haben, wir brauchen das und das. Und danach suchen wir jetzt, sondern es war eher so, aha, jetzt ist dieser Roland da, den nutzen wir mal. Wir hatten noch eine Leihgabe von einem Freund. Hier stehen zwei Novation Mininoven. Da hatten wir eben am Anfang eine, die sehr viel verändert hat, weil wir da die Möglichkeit dann hatten, Sequenzen laufen zu lassen. Also Tonfolgen, die du einmal anschlägst und die sich dann immer wieder fortlaufend wiederholen. Oder dann schlägst du nochmal einen zweiten, dritten Ton an und dann verändert sich das dynamisch. Und das ist natürlich total hilfreich, wenn man als Duo auf der Bühne ist und eine Fläche und eine Weite erschaffen möchte. Und auch so was Rauschhaftes vielleicht so, ne? Genau. Und dann kommt sozusagen eine zweite Mininova dazu. Und dann sieht man jetzt nicht so gut, hinten steht noch eine E-Gitarre, die wird dann doch von mir bedient. Genau. Und Leonie singt und Ja, und spielt Clara auch. Synthesizer und alles gleichzeitig. Und wir haben aber gesagt, wir wollen einfach nur zu zweit bleiben. Wir lieben Bands, wir finden es auch geil, mal mit Schlagzeug oder irgendwie sowas. Aber wir haben die zwei Grundregeln bis jetzt nicht gebrochen. Und dank euch kriegen wir jetzt hier noch bessere Ausstattung und hier ist einiges an Kabeln los. Deswegen
passt das alles sehr gut. Ja, absolut. Und wir haben eben, also zusätzlich zu diesen Synthesizern, haben wir noch Chaos-Silatoren, was eigentlich auch Synthesizer sind, die wir aber eher als Beatmaschine nutzen. Genau, ich hebe den mal hoch, vielleicht kann man den sehen. Ja, der ist natürlich am Kabel dran. Es ist ein mini kleiner, wunderschöner Korg-Chaosillator von wann? 2004. 2004 oder so, genau. Hat Clara damals ersteigert. Das war auch ein Tipp von einem Kumpel, der super gut sich auskennt mit ganz verrückten 9-Volt-Instrumenten. Und ja, irgendwann haben wir uns dann noch die Weiterentwicklung davon geholt, also der größere Chaosillator mit mehr Möglichkeiten, wo man die Beats auch zerlegen kann in verschiedene Teile, der sich auch was merken kann, wo man eben eine Speicherkarte hat. Und ja, so hat sich das immer wieder erweitert und es wird sich auch noch weiter erweitern, das können wir schon mal sagen. Wir merken schon, wie wir auch manchmal an unsere Grenzen kommen, wenn man einfach merkt, oh, jetzt hätte ich gerne noch einen Arm mehr oder besser zwei Arme mehr, was natürlich dann nicht geht. Genau, und da werden wir dann wahrscheinlich so mit dem Sampler arbeiten schon auch. Aber eben, wir wollen uns trotzdem von diesem Backing-Track-Modell also fernhalten, weil das eben dann einen so in so eine vorgefertigte Form presst. Was, also man kann natürlich super krass viel erschaffen mit Backing-Tracks und ich will das auch gar nicht in dem Sinne schlecht machen, weil wir kennen auch ganz viele Leute, die damit arbeiten und die einen super geilen Live-Auftritt haben und wo das einfach super funktioniert. Aber eben gerade in unserem Setup nur zu zweit und so ist es einfach auch so eine Challenge und tut der Musik auch gut irgendwo, finde ich. Ja. Ich habe irgendwie bei euch auch das Gefühl, dass so wenn ihr so erzählt, da ist einfach auch jetzt so eine Menge Emotionen drin, was jetzt so eure Instrumente betrifft und so, wie sich das alles so entwickelt. Das macht für mich irgendwie alles so einen lebendigen Prozess bei euch aus. Und diese Lebendigkeit, die spürt man halt auch einfach in der Dynamik eurer Musik so. Ne? Das ist nichts irgendwie so von der Stange, sondern das verändert sich die ganze Zeit und da passiert die ganze Zeit eine ganze Menge, obwohl ihr, wie gesagt, einfach nur zu zweit seid, aber trotzdem habt ihr da so eine riesige Bandbreite drin. Das finde ich echt unheimlich spannend. Was ist denn dann euch besonders wichtig an eurer eigenen Musik? Also eigentlich so die Grundregel von uns beiden ist ganz kurz gesagt, wir wollen, wenn wir Musik hören, von Musik überrascht werden. In irgendeiner Form. Also ich finde eine Überraschung immer was ganz, ganz Tolles. Jeder liebt Überraschungen. In welcher Form auch immer. Und ich finde es auch immer zum Beispiel total geil, wenn auf einmal ein unerwartetes Outro kommt oder sowas. Ich höre auch stellenweise einfach super gerne simple 3 Verse, eine Bridge, 5 Refrain-Songs. Aber der Anspruch, den ich selber an mich habe oder wir an uns, ist immer dieses überrascht werden. Und meistens ist der Songwriting-Prozess auch so, dass wir denken, es sind 4 Songs, weil es sind 4 alleinstehende Ideen. Und irgendwann kommen wir drauf, und das kann Monate dauern, hey, das ist 1 Song. Der muss halt nur noch die richtigen Übergänge finden. Ja, genau, das stimmt. Ja, du hast schon recht. Also, das ist eigentlich so mit das Wichtigste, so der Überraschungseffekt. Und natürlich auch, was ich eben auch total schön finde oder was mir eben auch wichtig ist bei unserer Musik, dass wir uns nicht beschränken auf jeder Song muss 2 Minuten sein oder 2:15 oder 3, damit der halt besonders oft irgendwie bei Spotify gespielt werden kann oder ja, auch dieses, das im Radio. Genau, oder halt im Radio, ne? Also ich meine, unsere Songs sind einfach grundsätzlich eigentlich zu lang fürs Radio. Wir haben einen Song auf unserem Album, auf unserem Debütalbum, der im Radio gespielt wird, weil der halt 3 Minuten 15 oder so ist oder 20 und alle anderen ist schwierig. So. Also es gibt ein paar Independent-Radiosender, die noch irgendwie sagen, egal. Aber natürlich die kommerzielleren Radiosender interessiert es dann einfach nicht so. Da geht das ist das System. Aber das Schöne ist, dass wir uns da zumindest aktuell nicht von abhängig machen und es uns eigentlich dahingehend, ja, das ist dann halt so. Dann wird es halt nicht so im Radio gespielt. Aber es gibt viele Leute, die das sehr schätzen, dass die Musik auch Zeit haben darf. Und ja, das Schöne ist, das sind ja vor allem, was wir ja gar nicht gedacht hätten. Also ich weiß noch, als wir angefangen haben mit der Musik, so wie sie jetzt ist, und ich habe meinen Eltern so die ersten Grobentwürfe gezeigt. Da habe ich gesagt, boah, jetzt kann ich mir was anhören, weil meine Eltern sind ja auch Künstler und so. Und ich habe gedacht, oh, die werden diese Synthi-Sachen und diese so ewigen Sequenzen einfach nur als nervtötend empfinden. Und dann war das so, oh, das ist total toll und wow, ihr seid klasse, bleibt mal da dran. Und dann war es tatsächlich so, dass bei unserem Release-Konzert eigentlich
Alter zwischen, keine Ahnung, Anfang 20 bis aber auch Mitte 60 da war. Und das ist halt extrem cool. Und da sind echt Leute, die so alt sind wie unsere Eltern, die wir noch nie gesehen haben und die sagen, oh Gott, das ist so Pink Floyd in modern oder keine Ahnung was. Oder ich fühle mich in meine Jugend zurückversetzt und geil, dass ihr 2 Minuten Gitarren-Solo spielt und sowas. Und dann habe ich gedacht, okay, wir haben alles richtig gemacht, weil der Anspruch so war eigentlich nur, es muss uns gefallen. Es muss eigentlich nur Leonie und mir gefallen. Und dass es jetzt mehr Leuten gefällt als uns beiden, ist natürlich umso schöner. Und jetzt geht es darum, sich halt treu zu bleiben sozusagen und so weiter zu machen. Das stimmt, das stimmt. Aber das will ich auch nochmal unterstreichen. Ich finde es so schön, dass unser Publikum so durchmischt ist. Also wir sehen das wirklich und wir hören das auch ganz oft von unserem Team. So, ja, ist aber, ihr habt teilweise echt ein altes Publikum. Also nicht abwertend gemeint, aber so, weil ne, es oft einfach eher so ist, wenn Leute in unserem Alter Musik machen, vor allem Jungs, Männer, junge Männer, dann haben sie halt schnell, sag ich mal, ein jüngeres Publikum auch von vielen Mädels. Das ist jetzt natürlich sehr Klischee-Denken, aber das ist bei uns natürlich jetzt gar nicht so. Wir haben nicht so die Groupies, aber wir haben halt wirklich von jung bis alt oder sagen wir mal Anfang 20, würde ich genau, wie Clara gesagt hat, bis Mitte 60 hoch. Und das ist total schön, weil eben auf so einem Konzert einfach so 2, 3 Generationen zusammenkommen und zusammen eine gute Zeit haben und wir das irgendwie verbinden können. Das ist voll schön. Ja, also ich kann das auch nur bestätigen. Ich gehöre jetzt auch nicht mehr zur ganz, ganz jungen Generation, sage ich jetzt mal. Und das merke ich auch. Also der Sound spricht an und ich finde das total cool, dass, ich meine, jede Art von Musik hat ihre Existenzberechtigung, ist auch alles in Ordnung. Voll. Aber dass gerade so ein, so ein DIY-Gedanke und so ein Independent-Gedanke, wo man vielleicht manchmal in der heutigen Zeit so ein bisschen das Gefühl hat, es kommt vielleicht so ein bisschen zu kurz, wenn es dann einfach auch jüngere Künstler gibt, die diese Fahne einfach hochhalten und dann auch noch Zuspruch kriegen und das dann auch noch aus verschiedenen Generationen. Das gibt auch irgendwie, finde ich, viel Hoffnung für die Musikszene so allgemein, ne? Dass da auch wieder sowas nachkommt, was so diese, vielleicht auch so ein paar Ideen, die es auch früher schon gab, so irgendwie auch weiter transportiert. Ja, voll. Ich habe gesagt, so in meinen Träumen, was ich extrem legendär fände, wäre so ein Festival. Aber ich meine, Festival ist ja wirklich so für die 16-Jährigen und so Warm-up Party und keine Ahnung was. Ich fände es halt legendär, so ein Festival zu haben, wo halt meine Eltern hingehen. So. Also ich fände es halt super geil, so ein Festival, wo halt alle mindestens 50 sind. Das fände ich halt einfach nur noch cool. Weil warum soll man mit 50 nicht campen gehen? Ich würde safe nicht mit 50 auf irgendwie ein Festival gehen, wo ich weiß, oh, da ist laut und da sind nur die 16-Jährigen, die nerven. Aber das wäre cool. Ich fände es richtig cool. Wir spielen auf so einem Festival und alle so, was ist hier los? Warum kommen die ganzen alten Menschen her? So, ja, die sind hier wegen um den Block. Das sind unsere Fans. Das ist halt voll geil. Ja, das stimmt. Das gibt bestimmt Hoffnung und da denke ich, wird auch noch viel passieren. Ich denke auch momentan, ich will jetzt gar nicht auf diese jetzige Zeit groß eingehen, aber ich meine, ich denke, viele werden jetzt auch so ein bisschen nachdenken und so vielleicht auch ein bisschen überlegen, was man vielleicht auch so anders machen kann als in der Vergangenheit oder was gut gewesen ist. Und vielleicht kristallisieren sich dann so ein paar Dinge raus, die dann auch für die Zukunft im positiven Sinn einfach prägend sind. Und auch die Art und Weise, wie Songs aufgebaut sind und geschrieben werden, wie ist es denn da so bei euch? Wie funktioniert denn da bei euch das Songwriting? Also bei uns, ich würde fast vorschlagen, dass ich mich mal an so ein Synthi stelle, einfach weil es dann besser zu erklären ist. Mhm. Ich würde jetzt mal so einen Songwriting-Prozess anhand von einem bereits geschriebenen Song darstellen, nur dass man sich auch ungefähr den nervlichen Pegel vorstellen kann, der da nach 3, 4 Stunden hier drin herrscht. Genau, wenn ein Song noch nicht fertig ist und man einfach so rumspielt und stundenlang läuft irgendwie. Ja, also es geht meistens los, dass wir halt mit der Mini-Nova rumzocken und dann... Und dann kriegt man irgendwann einen Sound, den man jetzt zum Beispiel extrem geil findet, so wie den. Und das ist jetzt so eine ganz typische Sequenz. Ich mach gar nichts mehr, ich hab, ne? Und dann, dass ein bisschen Abwechslung kommt. Und dann läuft es sozusagen. Und dann probieren wir weiter. Okay, was könnten wir noch tun? Jetzt habe ich natürlich sofort die Idee, was da jetzt draufgelegt werden muss. Und zwar der Flanger. Und der geht dann so. Und dann merkt man schon, da ist so eine gewisse... Spannung. Und jetzt...
fühle mich gerade wie bei so einem YouTube-Tutorial. Jetzt braucht ihr einen tollen Beat. Wir befinden uns bei 80 BPM, wie bei jedem Umme-Block-Song. Und jetzt brauchen wir einen fetten Beat, der richtig reinhaut. So in etwa. Und dann musste Leonie sagen, ich will auch mitspielen und ich brauche ein paar geile Akkorde. Weil die ist relativ leise, glaube ich, vom Abnehmer her, oder? Die hörst du wahrscheinlich. Ich denke, man hat eine gute Vorstellung, wie das alles. Das ist auch jetzt auch okay. Da habe ich nochmal kurz abgebrochen. Weil jetzt hat man schon gemerkt, also das ist so die Grundidee zum Beispiel. Das könnte man sagen, dass das jetzt ausreichen würde, weil es ist ja eine schöne Idee und eine coole Nummer, aber dann geht es darum, du hast die Kernidee, so das, was du am meisten feierst und es ist nicht gut, das dann 100 Mal hintereinander zu machen, sondern das dann vielleicht zu sagen, das ist ein Highlight und dann muss es wieder weniger werden, damit man das auch als mehr empfindet. Und jetzt, wenn du Lust hast, würden wir dir einfach so das Grand Finale von diesem Song einmal vorspielen. Ja, genau, der Song heißt Voiture, also Auto auf Französisch, Wagen auf Französisch. Und falls jemand den sich dann im Anschluss mal anhören möchte, wir machen einfach das Finale. Ja, genau, das ist gut. Okay. Tu vois ça dans mes rêves.
als Beispiel. Sehr schön, bravo. Ich denke, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und das hoffen wir. Es ist natürlich auch ein Sound, der eben auch sehr live lebt, sehr auf der Bühne lebt. Es ist toll, dass ihr einen Tonträger habt und hoffentlich habt ihr auch noch viele weitere. Und wenn man das dann eben auch noch live erleben kann, umso besser. Und dann ist natürlich jetzt auch die Hoffnung, dass es dann auch bald wieder losgeht, dass ihr auch wieder live spielen könnt und man euch auch live wieder erleben kann. Ne? Ja, das hoffen wir wirklich sehr. Das fehlt uns durchaus. Ja. Wenn es vorbei ist, Tim, dann lernen wir uns mal richtig persönlich kennen. Genau. Auf jeden Fall. Also da bin ich auf jeden Fall am Start, wenn ihr dann hier mal irgendwo in München oder in der Umgebung oder so mal ein Konzert habt oder so, dann definitiv gerne. Ja. Ja, wir freuen uns. Wir sind richtig heiß drauf, wieder live zu spielen. Und wir haben jetzt auch so in der Corona-Zeit dreimal so einen Livestream gemacht. Und das war auch besser als nichts, sag ich mal. Ne? Es ist so, man hat wieder das Gefühl, okay. Dann könnten wir jetzt gar nichts mehr spielen, glaube ich. Aber natürlich ist es was anderes. Man hat einfach nicht die Resonanz und diese Rückmeldung vom Publikum. Und es fehlt einfach diese Energie. Und eigentlich fehlt alles. Es ist wirklich nur so, dass man weiß, da sind Leute draußen, die schauen gerade zu, aber so richtig spüren tut man es ja nicht. Deswegen, Live ist live. Live ist live. Na. Ich dann doch irgendwie recht gehabt. Ne? Stimmt, dem muss ich mal eine Mail schreiben oder ihn anrufen und ihm einfach sagen, scheiße, das schon immer gewusst. Ich hätte niemals gedacht, dass wir ein Opus als Schlusswort haben werden. Aber umso witziger ist das Ganze. Und ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute, gute Gesundheit und dass das alles toll weiterläuft für euch, dass ihr jetzt die Zeit nutzen kommt, um neue Ideen zu entwickeln, vielleicht noch ein bisschen Zeug anzuschaffen. Da seid ihr ja gerne immer damit dabei, wie man gehört hat. Und genau, da machen wir das einfach so, dass wenn ihr dann wieder auf der Bühne steht, dann treffen wir uns mal persönlich. Ja, sehr, sehr schön. Gerne, das Tim. Machen wir. Danke, alles vielen Dank. Danke. Euch alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss.